Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dice Sphere Program. So, wir haben im letzten Part unsere neue Energiequelle erschlossen. Man sich echt fragt, für was braucht man eigentlich eine Dice Sphäre, wenn man eine künstliche Sonne hat. So, und jetzt sind wir dabei, hier die Railguns ein bisschen auszubauen, weil wir davon mehr brauchen. So, bis dahin. So, damit soll es jetzt ein bisschen schneller hier weitergehen. Steht eigentlich, wie viel die brauchen? Nein, da steht nur Solar Sails in total, aber das ist uninteressant. Wichtig wäre, wie viel wir noch brauchen. Aber sie feuern 20 pro Minute. Es stehen ja doch einige hier. So, können wir das natürlich noch ein bisschen erweitern. Your solar sail is successfully launched at this moment. Da, 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 über 1000 around the creating beautiful landscape. Dyson Swarm. Ja, schön. Dyson Swarm interessiert uns nur relativ wenig. Wir wollen ja schließlich nicht einen Dyson Swarm an sich, wir wollen eine Dyson Sphäre. Hier schießt auf den zweiten Orbit. Bei der erste geht es eh nicht. Gut, damit sollte mehr weitergehen und jetzt können wir dann auch langsam mal die Raketensilos wieder anwerfen, glaube ich. Schauen wir mal, wie viel wir schon produziert haben. Oh, und wir können uns dann darauf konzentrieren, die Forschung voranzutreiben und die Dyson-Sphäre noch weiter auszubauen. Ich meine, die feuern jetzt eh brav. Da muss man ja. Das braucht auch niemanden mehr. Oh, das ist, die Flüssigkeit ist gar nicht verloren. Sie liegt da nur einfach rum. Gut zu wissen. Die Richtung muss man. Oh, das ist nicht viel. Ich hätte mir eigentlich mehr erwartet, aber okay. Go. Hau rein. Gut, dann müssen wir uns als nächstes ums Deuterium kümmern. Ah ja, das war ja das Hauptproblem hier, was wir entdeckt hatten. Genau. Dass wir wieder zu wenig Magneten haben. Nicht nur zu wenig Deuterium, sondern auch zu wenig Supermagnetringe. Nach wie vor. Wir brauchen leider sehr viele von denen, wenn wir die Dings machen wollen, die Orbital Collector. Oh. Shit, da ist nichts frei. Können das einmal beschleunigen. Da ziehen die Raketen los. Go, 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 go.
fehlen noch so viele. Das nur mal für die aktuelle Stufe, die ja noch ziemlich klar. Da ist ja noch gar nichts. Ich meine, das kommt dann als nächstes dazu. Also da, oben und unten mit jeder Stufe, die wir erforschen, kommt ein weiterer Ring dazu. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Mal müssen wir es mindestens noch erforschen. Und wir haben nur einen Bruchteil der Sphäre. Fertig momentan. Wo fliegen wir eigentlich hin? Boah, das ist wieder laut, was die hier machen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, danke, mal her. Die überall jetzt erwischt, ja. Zu wenig Energie? Wie gibt's das bitte? Okay, Moment, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Magneten. Ich kann mir schon denken, was los ist. Oder auch nicht. Die arbeiten hier. Jede Menge Energie da. Wo ist das Problem, bitte? Brauchen wir offensichtlich doch noch mehr von denen. Und es ist zu wenig Wasserstoff da, weil wir zu wenig Photonen haben. Wir werden, ich meine, hier kommt eh nicht mehr viel, wir werden aber den Wasserstoff jetzt von hier umleiten. Da eigentlich mit der Produktion aus. Wir produzieren 8 pro Minute und wir verbrauchen ca. 2 bis 3 pro Minute. Das ist gut. Oh. Okay. Machen wir halt 5 weitere. Ist ja nicht so, das hätten wir zu wenig, ne? So, damit läuft das einmal wieder. Könnten wir die einfach auf die andere Seite stellen?
haben wir wieder genug Energie. Nur der Treibstoff könnte problematisch werden. Oder auch nicht. Dürfte laufen. Die arbeiten eh brav dran und die produzieren auch immer zwei mit einem. Sagt denen, ah, die Zeit, Halbzeit. Gut, passt. Ja, könnten eigentlich Öl herliefern lassen. Remote Demand. Oh, dafür brauchen wir aber natürlich die hier. Wie kommen die eigentlich? Ah, die sind. Okay, die werden hier angefragt. So, da müssen wir rauf. Gehen wir einfach schön in die Höhe. Das meiste andere drüber. Ich frage mich, ob Öl schon irgendwo bereit steht zum Transport. Aber ich nehme mal an, nein. Nö. Interessiert noch niemanden, okay. So. Wo kriegen die hier Öl her? Das kommt von da. Das heißt, jetzt müssen wir hier wo anschließen. Kommt, dann läuft hier wieder alles. Haben wir wieder mehr Wasserstoff und so. Vor allem auch da oben. Die wichtige Treibstoffproduktion jetzt da. Das, was eigentlich unsere komplette Basis gerade am Laufen hält. Und einer macht hier 72. Ne? Das mal 10. Das heißt 720 Megawatt. 720 Megawatt, also alles, was wir hier, fast alles, was wir hier verbrauchen, kommt von denen her. Das heißt, der ganze Rest wäre eigentlich unnötig. Aber das ist immer noch problematisch, dass wir wirklich so viel brauchen, hätte ich mir nicht gedacht. Aber gut, dann suchen wir uns mal irgendwo einen Planeten mit Öl. Da gibt es wohl keins. Schwarzes Loch brauchen wir es nicht. Da auch nicht. Doch, da ist auch schon Öl, aber hier nicht, ja. Dann wissen wir nicht. Wir fliegen einfach mal dahin. Dann sehen wir sie. Die schießen gerade ein bisschen wenig dort. Jetzt schießen sie gar nicht mehr. Gut, vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite wieder. Kommen jetzt auch viel weiter mit dem Treibstoff, weil wir halt 500 statt 300% haben und damit nur noch ein viel geringeres Minus und damit kommen wir halt natürlich weiter. Aber es ist immer noch viel, also wir können nicht dauerhaft fliegen. Eh klar, wir machen Minus, aber sagen wir mal so, können nicht immer gescheit durch die halbe Galaxie fliegen. Da ist auch ein Schwarz. Ah, ist ein Neutronenstern. Also, man kommt trotzdem noch nicht sonderlich weit.
richtig? Nein. Also hier ist mal definitiv kein Öl. Hier ist das Öl. Gut. Ist aber auch nicht unbedingt mega viel. Und ganz schön weit weg. Gut, Forschung. Das wäre jetzt mal wichtig. Keine Ahnung, wie viel wir momentan haben an grüner Forschung, aber das brauchen wir dringend. Mann, das ist so ein Lärm, das ist unglaublich. Naja, Orbital Collector könnte man auch aufstellen. 6 Stück haben wir ja schon. Okay. Das ist doch auch zu lang. Das ist so weit weg. Wahnsinn. Im selben System, ne? Oh. Fahren wir hier nicht schon mal? Nö. Oh, da kommt aber gerade was. Oh oh. Wir haben nur einen einzigen Ölextraktor mit. So, da müssen wir rauf. Da ist jede Menge Öl. Und mehr kriegen wir nicht. Perfekt. Es ist einfach wieder mal perfekt. Ne? Denkst du, ja, hey, geh mal Öl holen und dann... Ach, fick dich doch. Hier haben wir jetzt genau auch den Fall, dass so ein Exchanger ganz gut wäre, aber wir haben natürlich nichts dabei, wir sind komplett leer. Ich frage mich, was wir eigentlich im Inventar haben immer. Die fliegen jetzt nochmal alle raus. Inventar ist voll zugekleistert mit Scheiße einfach. Ich meine, der Part ist eh fast zu Ende. Ja, das ist dann noch eine Aufgabe für den nächsten Part. Ups. Und ciao. Warum haben wir so viele volle... Achso, Gott, wegen die dann hier. Haben wir die vollen Akkus dabei? Haben wir noch... Ah ja, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Da ist wieder der Vorrat angewachsen. Keine Triebwerke mehr, okay. Raketen fliegen noch. Lande, du... Boah, diese behinderte Flugsteuerung. Naja, viele Raketen sind aber nicht mehr da. Aber die haben wir noch, also immerhin. Und wie viel ist es mehr geworden?
kaum. Man sieht den Unterschied wahrscheinlich nicht immer richtig. Da sind wir auch schon wieder leer. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Und ja, Deuterium ist halt momentan unser Hauptproblem. Aber ich denke mal, wir werden noch eine oder mehrere Reihen von den Fraktionatoren bauen. Die sollten uns ja deutlich helfen können. So, was haben wir jetzt gebraucht? Wir brauchen Stahl für einen Energy Exchanger. Müssen wir auch noch was richten, nämlich zack, zack, zack. Brauchen wir natürlich Storage dazwischen. Wir wollen uns ja schließlich auch welche irgendwo hin mitnehmen. Jetzt brauchen wir noch die Ölextraktoren. Oh, super, dafür braucht man auch diese verdammten Plasma-Exciter. Wow, 17 können wir schon machen. Okay, aber nur so. Passt. Gut, Freunde, aber das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.